Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen, neuartigen, veränderten Monatsrückblick von mir. Ja, ich habe mich nach dem letzten Monatsrückblick für den September, wo ich ja jetzt knapp ein bisschen was über ein Jahr immer diese Videoclips gemacht habe zu jedem Buch, so zwischen 4 und 6 Minuten, irgendwie gedacht, Mensch, eigentlich hast du doch das alles schon mal über die Bücher in deiner Bücherwoche erzählt und fand es irgendwie ein bisschen langweilig und einfach Wiederholung ist einfach etwas Langweiliges. Und da habe ich mir jetzt einfach für den Monat Oktober gedacht, nein, du machst keine Videoclips, du stellst dann so wirklich unterschiedlichste Monatsrückblicksdinge vor. Angefangen natürlich von den Büchern, von der Statistik. Ich werde nicht jedes Buch vorstellen, sondern wirklich nur die Highlights. In diesem Fall sind das 2 Bücher. Ich habe auch ein Flop-Buch, das ich abgebrochen habe, über das wir kurz sprechen. Und da möchte ich einfach über besondere Dinge sprechen, wie Serien, wie was ich so ein bisschen erlebt habe. Ich habe auch ein interessantes Produkt hier, was ich zeigen möchte. Und vielleicht auch Musik, die mich besonders bewegt hat. Dinge, die einfach gut waren und oder vielleicht eben nicht so gut waren. Das kommt natürlich drauf an. Und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was ihr zu diesem neuen Monatsrückblick sagen werdet. Bitte schreibt mir das gerne in die Kommentare, ob euch vielleicht eine Kategorie fehlt, ob ihr irgendwas zu viel findet, zu wenig findet, ob euch ja im Grunde vielleicht sogar der alte Monatsrückblick besser gefallen hat. Da könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ich denke, wir fangen einfach mal mit den Büchern des Monats an, einfach mal mit der Statistik. Und zwar sind es insgesamt 14 Bücher geworden, die ich gelesen habe, mit insgesamt 4860 Seiten. Und das entspricht einem Durchschnitt von 157 Seiten am Tag. Ist tatsächlich ein bisschen weniger als der September, was aber, glaube ich, tatsächlich ein bisschen damit zu tun hat, dass ich gerade während der Buchmesse 3 Tage oder ja im Grunde wirklich gar nicht gelesen habe und auch der Montag danach noch ein bisschen voll Katerstimmung war. Und das spiegelt sich natürlich in der Statistik wieder, das ist aber nicht weiter schlimm. Ja, und dann würde ich sagen, ich habe mir also ein bisschen auf den Zettel geschrieben. Ich denke, wir werden es ein bisschen mixen und wir fangen mit einem meiner ersten Highlights an. Das ist mein Bullet Journal, das führe ich jetzt seit September. Ja, auch ich bin diesem Trend sozusagen verfallen. Ich habe diesen schönen Leuchtturm 1917 in Zitronengelb, glaube ich, heißt der. Und es war die Farbe, die mich im Geschäft einfach direkt angesprochen hat. Und ich habe jetzt 2 Monate darin gelebt, mich ausgetobt, habe den November schon vorbereitet und bin ein großer, großer Fan. Ich habe alles an einem Platz, egal ob es der Kalender ist, also Termine sind, ob es To-Dos sind, ob es Ideen sind, wie was schenke ich wem zu Weihnachten, zu Geburtstagen, Geburtstagslisten sind hier drin. Hier ist so ziemlich jetzt mittlerweile alles drin. Das Einzige, was nicht drin sind, sind Adressen der Lieben und Telefonnummern, die habe ich separat. Ja, ich bin von meinem Filofax hier rüber gestiegen, weil ich es einfach spannender fand, so jede Woche in meinem eigenen Design im Grunde zu gestalten und ich das einfach toll finde. Das ist wirklich irgendwie entspannend. Man weiß, dass alles gut aufgehoben ist und der Kopf ist dadurch irgendwie ein bisschen befreiter. Und deswegen ist das Bullet Journal auf jeden Fall auch im Oktober ein Highlight. Und ich liebe es wirklich sehr und bin sehr gespannt, wie es mit dieser Liebe sozusagen dann einfach weitergehen wird. Ja, das erste Buchhighlight diesen Monats, machen wir glaube ich einfach als nächstes, ist, wie soll es anders sein, die 12 von Justin Cronin, der 2. Teil der Passage-Trilogie. Ich war schon dem ersten Teil, dem Übergang, total verfallen im September und freue mich jetzt auch im November auf die Spiegelstadt, die jetzt demnächst hoffentlich bald gelesen wird. Und was soll ich sagen, eine dystopische Geschichte, die eine unglaublich tolle Atmosphäre hat, die mich begeistert hat, mitgenommen hat, die mich auch in den Träume nicht loslässt und die einen wirklich manchmal sprachlos davor sitzen lässt. Und ich fand es wirklich sehr gut, dass wir diesen Klopper von 800 und ein paar 30 Seiten uns in 14, 15 Tagen aufgeteilt haben und ihn nicht so an einem Stück gelesen haben. Ich glaube, dass das wirklich das Geheimnis dieses Wälzers auch ist, also sowohl vom ersten wie vom zweiten, dass man ihn so stückchenweise ein bisschen liest und eben das nicht so mit einer geballten Ladung hat, sondern eben Zeit hat, es zu verarbeiten und es dann im Grunde intensiver auch erlebt und bei einem bleibt. Ganz, ganz tolle Buchreihe, kann ich absolut empfehlen. Ist nicht nur ein Monats-Jahres-Highlight, nein, es wird da
Also wahrscheinlich will ich ein Lebenslese-Highlight werden und ich bin sehr gespannt auf den Abschluss der Reihe. Ja, dann etwas Musikalisches. Diesen Monat bei mir hoch und runter gelaufen ist das Album von Max Giesinger. Und ja, es läuft schon einige Zeit bei mir hoch und runter, aber ich dachte, wenn ich jetzt mit diesem Monatsrückblicken so anfange, muss ich einfach mein Lieblingsalbum der letzten 3-4 Monate sozusagen vorstellen. Ich habe mir das über Amazon heruntergeladen, einfach weil ich dann halt auch den iPad nutze. Habe ich ein iPad? Ich glaube, nee, ein iPod, wie heißen die kleinen Dinger? Also so einen Shuffle habe und ich es auch auf dem Handy dann im Grunde hören kann und via Bluetooth dann auch ans Autoradio schicken kann. Also von daher ist das für mich einfach praktischer, als eine echte CD sozusagen mir zuzulegen. Deswegen blende ich es euch einfach mal ein. Ich finde, Max Giesinger hat eine unglaublich tolle Stimme, eine wunderbare Art, Dinge auch zu erzählen mit wunderbaren Melodien und er bringt einfach Gefühl rüber, was ich ganz großartig finde und was mir wirklich ganz, ganz viel Spaß macht und ich höre ihn einfach unglaublich gerne. Es gibt auch so ein paar Lieblingslieder. Ich finde zum Beispiel auch seine aktuelle Single, Wenn sie tanzt, ganz, ganz toll. Ich finde, das beschreibt genau das, was man bei Musik empfinden kann, was ich empfinde, Augen zu und ich bin woanders und ich bin wer anders und das ist einfach ein Traum. Also ich liebe seine Stimme. Ich mochte ihn damals schon bei The Voice of Germany, als er dabei war. Ich glaube, ist er 4. oder 5. geworden und ich fand auch seine Variante des EM-Songs mit diesen 80 Millionen, was ja eigentlich mehr oder weniger ein Liebeslied war, ein knackiges, melodiöses und das hat man ja dann irgendwie umgedichtet zur EM und ja, fand ich auch toll, dass er da so diese Idee mitgegangen ist und ja, also ein sympathischer Kerl und vielleicht sehe ich den auch 2017 einfach mal live. Dann habe ich mit einer Serie begonnen, habe auch direkt die 2 Staffeln, die es aktuell gibt, durchgesuchtet und zwar Scream. Da hat mich die liebe Paddy angesteckt, ihr Kanal, alles was ihr wissen müsst, unten in der Infobox. Und ja, sie hat erzählt, hey Mädels, alle so, die wir in diesem Alter so sind, ich sag mal Mitte 20 aufwärts, kennen ja aus den 90er Jahren diese typischen Gruselfilme, die schon so ein bisschen teeniehaft waren. Also wirklich Scream, da gab es ja glaube ich 3 oder 4 Teile. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, düstere Legenden, Blair Witch Project, wie sie alle hießen. Und ja, genau das vermittelt dieser Film. Also es ist auch Scream, es geht um einen Serienkiller in einem Dorf, der ja, scheinbar doch viele Geheimnisse aufdeckt und es sind tolle Schauspieler dabei und es macht einfach Spaß, diese Atmosphäre zu spüren. Es ist manchmal schon ein bisschen lustig und unterhaltsam und ich schreie auch gern mal die Charaktere an, so, nein, geh nicht in den Keller oder nein, versteck dich nicht in der Gefriertruhe. Sie machen es halt trotzdem. Ich muss ehrlich sagen, die Frauen kommen da immer ein bisschen doof weg in diesen Filmen. Das ist so das Einzige, was mich tatsächlich ein bisschen stört, wo ich denke, wie kann man sich nur so blöd anstellen? Kein Mensch geht, wenn es dunkel ist, in den Keller, also ich zumindest nicht, also in meinem eigenen Haus jetzt schon, damals in meiner, also wir haben auch keinen Zugang zum Keller, das muss ich dazu verraten, sonst würde ich wahrscheinlich auch nicht in meinen Keller gehen, aber wie wir damals noch in der Wohnung gewohnt haben, mich hätte keiner nachts in den Keller bekommen, also das ist einfach so, ich glaube, es ist so eine Angst, die wahrscheinlich total unbegründet ist, aber man fragt sich dann in so Filmen und Serien immer, was soll das? Ja, ich fand die erste Staffel um einiges leichter und lockerer zum Verdauen. Die zweite Staffel war mir dann teilweise schon zu heftig. Also es gab da so manche Situationen, wo ich dachte, und zum Glück kann man aber bei einer Serie oder einem Film einfach die Augen zumachen. Nicht wie bei einem Buch, wo man es ja lesen muss, zwangsläufig. Und ich habe da öfter mal die Augen zugemacht. Ja, ich bin dann irgendwie, jetzt kann jeder lachen und sagen, meine Güte, na hier, das ist doch nichts Gruseliges oder was Ekliges. Also für mich tatsächlich schon, ja. Kann ich leider nicht ändern. Das ist wirklich was, was ich eklig finde. Also, ja, das ist einfach so. Ja, von einer ekligen Serie zu einem tollen Produkt. Und ich dachte gerade einfach so, das ist jetzt total was Merkwürdiges wahrscheinlich. Es ist nämlich eine Handcreme. Und es ist die neue Handcreme von Tracklemoon. Und ich habe die Variante My Coconut Island. Das ist ein Hand- und Nagelbalm. Jetzt könnt ihr sagen, Steffi, jetzt geht's dir gut. Handcreme? Ja, natürlich beschäftige ich mich auch mit Handcreme. Und gerade im Herbst, Winter und die riecht einfach unglaublich nach Kokosnuss. Und die liebe Bina vom Kanal Kapitächen hat mir mal erzählt, dass sie alles liebt mit Kokosnuss. Und immer wenn ich jetzt an der Handcreme rieche, denke ich an Bina, was die Creme einfach nochmal zu was Besonderem macht. Und ich liebe die. Die macht die Haut wirklich wunderbar weich, pflegt die Nagelhaut und ich habe wirklich das Gefühl, die tut was für meine Haut, für die Feuchtigkeit in der Haut. Und ich glaube, mit der komme ich jetzt wirklich gut durch den Herbst, Winter. Und es klingt auch so wunderschön. Also Tracklemoon-Produkte haben sowieso immer so einen schönen Text.
Ich verschwinde für eine Weile auf eine ferne Insel. Ich vergrabe meine Zehen im warmen Sand, lausche dem Lachen der Möwen und spüre den Wind im Gesicht. Und das Schöne eben auch an Tracker Moon ist, dass die tierversuchsfrei sind, worauf ich ja wirklich sehr, sehr achte. Und ich liebe diese Produkte. Und ich finde auch die Größe total niedlich und ist auch perfekt zum Unterwegs. Und ja, das einfach so mal ein bisschen nebenbei mal was ganz anderes. Ja, dann der Flop des Monats sozusagen an Büchern. Ein abgebrochenes Buch, das ich nach knapp 150 Seiten abgebrochen habe, ist Das Geheimnis der Schwimmerin. Und das ist ein Buch, was mir vom Klappentext mit einem Fluch von Frauen, die sich dann eben ins Meer stürzen, ja, unglaublich angesprochen hat. Auch der Titel, auch das Cover ist wirklich wunderschön, wie ich finde. Und ich war unglaublich enttäuscht. Ich bin gar nicht in diese Geschichte reingekommen, auch nach dem Drittel. Also die 150 Seiten waren knapp ein bisschen was über 30% auf meinem E-Book-Reader. Muss ich sagen, ich bin gar nicht reingekommen. Ich fand es unglaublich langweilig, hölzern. Ich fand die Sätze irgendwie nicht schön formuliert. Ich fand es wirklich langweilig. Und ich konnte auch die Protagonisten, die Charaktere nicht so recht nachvollziehen. Und ich fand es einfach nicht gut. Und deswegen habe ich das Buch abgebrochen und ist dementsprechend natürlich auch ein Flop in diesem Monat. Und ja, soll trotzdem kurz Erwähnung finden, weil es eben ein Flop war. Ja, eine tolle Logik, wie ich finde. Ja, dann habe ich eine nächste Serie gesuchtet, und zwar eine Miniserie, und zwar die Kennedys. Und ja, ich habe die eben auch auf Netflix entdeckt, ich glaube mit einem Tipp von Thorsten, dass die auf Netflix läuft. Und es geht eben hier so um den Aufstieg von JFK, eben auch, wie er seine Militärzeit verbracht hat, wie sein Vater getickt hat, wie er dann im Grunde Senator wurde, wie er Präsident wurde und war, und dann eben auch, wie er gestorben ist. Und es dreht sich eben um die Kennedys, wirklich vom Vater beginnend über JFK, über seinen Bruder Bobby und dann natürlich auch um Jackie Kennedy, die ich glaube, wir alle kennen. Und es war toll dargestellt. Ich mochte wirklich die Schauspielerauswahl. Ich mochte die Dinge, die man uns vermittelt hat, eben, dass es nicht nur das Glamour-Leben war von JFK, sondern es auch gezeigt wurde, wie krank er war. Und er ja auch mal irgendwann scherzhaft gesagt hat, und ich das auch in meiner Biografie gelesen habe, wenn die Leute wüssten, wie krank ich bin und was ich für Tabletten nehme, würden sie mich kein Land sozusagen regieren lassen. Man sieht eben auch die Krisen, die er im Grunde ausgefochten hat, egal ob es die Krise an der Schweinebucht war oder auch die Kuba-Krise. Das waren ja wirklich sehr kritische Momente in unserer Geschichte, also oder Nachkriegsgeschichtszeit sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und man stand ja wirklich vor dem Dritten Weltkrieg. Und ja, natürlich schreibt die Geschichte immer der Sieger. Ich könnte mir vorstellen, dass man das tatsächlich ein bisschen positiver zu JFK ausgibt, als es vielleicht war, aber es gibt viele Berichte, wo wirklich gezeigt wird, dass sein taktisches Gefühl hier einfach gefragt war und gut war. Und ich muss ehrlich sagen, auch wenn man weiß, wie es endet, das ist ähnlich wie bei der Titanic, wo man weiß, sie sinkt, und man weiß auch, dass John F. Kennedy erschossen wird, und ich saß trotzdem sprachlos und weinend davor. Also es ist, es hat keinerlei irgendeinen Abbruch gemacht, dass man die Geschichte kennt. Wenn sie gut erzählt ist, nimmt sie einen immer mit, und das fand ich bei der Serie wirklich sehr, sehr gut. Was ich ein bisschen kritisch gesehen habe, war ein bisschen, wie Jackie Kennedy gezeigt wurde. Die wurde anfangs doch sehr naiv gezeigt und so aller, dass sie gar nicht wusste, auf was sie sich da einlässt mit den Kennedys. Ich glaube, dass Jackie Kennedy sehr wohl gewusst hat, auf was sie sich einlässt, und das auch aus Biografien von ihm oder von ihr hervorgeht, dass sie da schon eine sehr berechnende Frau war, und dann auch die Hochzeit mit Aristoteles und Nassis, wo sie zu Jackie O wurde, so rum. Ja, sehe ich ein bisschen kritisch, wie das dargestellt wurde, aber man wollte das natürlich ein bisschen verschönern und vielleicht auch einen Hauch Romantik reinbringen in dieses Politthema, aber ja. Ja, das nächste ist dann wieder ein Lied, was ich vorstellen möchte, was mich jetzt so die letzten 2-3 Wochen begleitet hat, und zwar der neue Song von Philipp Poisel, Erklär mir die Liebe. Ein Lied, bei dem ich regelrecht davor sitze und die Stimme und die Melodie und die Worte so richtig aufnehme. Ich finde das eine unglaubliche Komposition. Es ist unglaublich gefühlvoll und trifft mich mitten ins Herz. Eben diese Beschreibung, dass man eben manchmal sich von einem Menschen, den man dann liebt, erklären lassen möchte, wie die Liebe geht, wie das Leben geht, und dass man eben mit einem neuen Menschen manchmal das Gefühl hat, dass man das Leben eigentlich gar nicht vorher kannte.
oder eben die Liebe. Und ich fand das, oder ich finde das wirklich wunderschön. Ein ganz, ganz toller Song. Ich fand schon Eiserner Steg vor einigen Jahren von ihm wirklich ganz, ganz toll und konnte das zu der Zeit sehr gut nachvollziehen. Mittlerweile ist mir das Lied ein bisschen zu heulig, aber zur damaligen Zeit hat es einfach gepasst. Und so passt jetzt wahrscheinlich auch Erklär mir die Liebe perfekt und macht mir einfach Spaß. Und ich freue mich auf sein neues Album, weil ich Philipp Poisels Stimme wirklich grandios finde. Und er hört sich auch ein bisschen erwachsener an und ein bisschen reifer und ein bisschen echter, wie ich finde. Und ja, macht mir einfach großen Spaß. Ja, dann als nächste Buch-Highlight definitiv das neue Buch von Sebastian Fitzek. Das Paket ist jetzt ja ganz aktuell am 26. Oktober erschienen und hat mich einfach perfekt in Psychothriller-Stimmung gebracht. Ich saß atemlos vor diesem Buch. Ich saß mit leichter Übelkeit vor diesem Buch und ich wollte einfach nur weiterlesen. Es war unglaublich toll, wie Sebastian Fitzek hier mit Angst spielt, gerade vielleicht auch mit Angst von Frauen, die eben halt, die in diesem Fall eben auch eine Protagonistin ist, die eben ja im Hotelzimmer überfallen wird, der Kopf geschoren wird und sie vergewaltigt wird und sich dann eben zurückzieht und dann eben ein Paket bekommt für den Nachbarn und sie eben ja die Angst hat, dass sie den Albtraum zu sich nach Hause gelassen hat. Und ich glaube, dass das wirklich Ängste sind, die natürlich nicht nur Frauen haben, sondern natürlich auch Männer. Aber gerade was so Haare schoren und wahrscheinlich auch Vergewaltigung angeht, die gibt es auch an Männern, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass das wirklich eine ganz extreme Angst von Frauen ist und dass einem dann eben nicht geglaubt wird und man sich dann eben verstecken muss oder möchte oder einfach das Gefühl hat und ja, sich vielleicht auch nicht so richtig mehr vorkommt in seiner Haut. Und ja, das macht Sebastian Fitzek unglaublich gut. Es sind 330 Seiten gepackte Thriller-Atmosphäre, die ich wirklich großartig fand, die keine Seite Langeweile hat, und er hat das perfekt geschrieben. Und noch besser. Also ich fand, das ist jetzt wirklich mit einer der besten Psychothriller von ihm. Und ich finde schön, dass er wieder in Richtung Psychothriller gegangen ist, wie auch beim Augensammler und den Seelenbrecher, was ja meine zwei Lieblingsthriller von ihm sind. Auch wenn ich seine Verschwörungsthriller wie Passagier 23, Noah gut fand, es ist halt einfach nochmal was anderes, ob ja, er sich an seinem besten Genre, dem Psychothriller, auslässt oder nicht. Finde zumindest ich. Und ja, finde auch die Verpackung mit diesem Karton, was in der Erstauflage ja tatsächlich ein Paket ist, wirklich grandios und eine ganz, ganz tolle Idee vom Verlag. Und ja, hat mir unglaublich gut gefallen. Dann noch ein kleiner Musiktipp, und zwar habe ich den bei Thorsten auf der Facebook-Seite entdeckt und war total von diesem YouTube-Kanal angetan, und zwar Kenny Holland. Das ist, soweit ich weiß, ein Musiker, der wirklich nur auf YouTube Musik macht. Und der hat zusammen mit seiner Schwester eine Mischkomposition gemacht, und zwar Can't Help Falling Over the Rainbow. Also einmal den Elvis-Song Can't Help Falling in Love und Over the Rainbow, den wir ja, glaube ich, alle kennen. Und da hat er eine Mischung draus gemacht. Und dieses Lied ging mir unglaublich unter die Haut. Ich hatte Gänsehaut, ich hatte Tränchen in den Augen und ich war fix und fertig nach diesem Lied. Wie Lieder es manchmal eben so schaffen, dass sie einen eben berühren. Und ich habe mich dann durch seinen YouTube-Kanal geklickt und ihr findet beides natürlich in der Infobox. Ich finde, der Junge hat eine unglaublich tolle Stimme und wie er einfach die Musik rüberbringt. Ich hoffe, wir hören noch ganz, ganz viel und Großes von ihm. Ich mag so manche YouTuber-Musiker. Ich habe da so einige in der Abo-Liste und ich muss wirklich sagen, das ist meine Entdeckung des Monats und ich finde den wirklich großartig. Also Kenny Holland, bin ich sehr gespannt, was wir von dem noch hören. Und ja, freue mich einfach, dass ich dank Thorsten auf ihn aufmerksam wurde. Und das letzte Highlight ist dann natürlich die Frankfurter Buchmesse, wo ich gar nicht so viel drüber sprechen möchte. Euch auch einfach mein Video in die Infobox packe. Ich fand das Wochenende einfach perfekt, bis auf die Bahn, was dann wieder der Aufreger des Monats sozusagen wäre, weil die Verspätung von 2,5 Stunden wirklich eine Katastrophe war. Und auch die ganze Tortur eine Katastrophe war. Aber ja, das Wochenende für sich war wirklich toll. Tolle Menschen getroffen, tolle Begegnungen gehabt. Eine wunderbare Zeit auf der Messe und auch in Frankfurt gehabt. Ich habe so viel Tolles in Frankfurt gesehen. Und wirklich, dass so viele Lieblingsmenschen an einem Ort waren, war einfach mein persönliches Highlight. Und fand ich wirklich ganz, 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 ganz toll. Und ja, werde ich so schnell nicht vergessen. Ich packe euch mein Frankfurt-Video auch einfach mal unten in die Infobox. Da könnt ihr euch jetzt ein bisschen durchklicken. Und ich hoffe, der Monatsrückblick in dieser Art hat euch gefallen.
Schreibt mir das wirklich gerne in die Kommentare, was ihr euch vielleicht noch wünscht, wo oder wo ihr sagt, das ist vielleicht uninteressant. Immer her damit, gerne positiv wie negativ, Hauptsache freundlich. Na, das ist immer wichtig, auch bei Kritik, finde ich zumindest. Und dann würde ich mich freuen, von euch zu lesen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Monatsrückblick und ja, wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.